Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TikTok A Tale for Two. Ja, in der letzten Folge sind wir mit Mühe und Not noch bis hier gekommen, zu einem Radio. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, was es damit auf sich hat, weil ich kann hier doch, oh, ich kann nach oben scrollen. Oha. Ja, da. Oh je, okay. Ach du Schande, wie viele Uhren sind denn hier? Hast du auch so viele Uhren? Ja, pass auf, ich habe hier oben 1. Januar 1927, das ist ein Sonntag. Hast du das auch? Nee, ich habe oben praktisch 3 Uhren. Also, nee, 4 Uhren. Nein, nicht die Uhren, ich meine den, wo ist mein Zettel? Ach, ganz oben. Du bist noch. Warte mal. 1. Januar 1927. Bist du in der obersten Etage oder wo bist du? Ja, ganz oben. Ja, und da habe ich, dann werde ich dir das mal vorlesen. Da habe ich die Nachrichtenausgabe, die Mittwochsausgabe. Also ich bin bei Mittwoch. Okay. In Ravens Uhrenladen kann man alle Arten von Uhrwerken kaufen. Aufträge bestellen und seine alte Uhr reparieren lassen. Heute neue Eröffnung des Uhrenladens. Der weltbekannte Uhrmacher Herr Raven hat in unserer Stadt einen neuen Uhrenladen eröffnet. Uhrenladen, Mann, ey. Es soll ein interessant. Er soll ein interessant. Die Detail. Was ist das? Ich kann das nicht lesen. Wie ist das für ein Zusammenhang? Ach so, da fehlt der Rest. Scheiße. Okay, der Satz fehlt. Das ist abgerissen. Sehe ich jetzt erst. Da fehlt die Hälfte. Und auf der anderen Seite von dem Text steht aber noch, die Detailgenauigkeit ist erlesen. Unsere eigene Königin soll einige seiner elegantesten Stücke haben. Heute eröffnet. Und dann ist es wieder abgerissen. Also da fehlt halt ein Teil von. Es ist nur eine Hälfte der Seite, kann man sagen. Also ich habe hier. In der zweiten Etage von oben habe ich so ein zusammengerolltes Papier, aber da kann ich nur draufklicken und da passiert nichts. Ich kann das auch nicht irgendwie ziehen oder so. Das heißt, du kannst es nicht. Ja, vielleicht könnte ich was mit den Uhren machen, das weiß ich jetzt nicht. Die kann ich aber auch nicht nach rechts und links ziehen. Hast du eigentlich auch Federn? Ich habe hier so Federn, aber die machen nichts. Zwei Stück. Zwei weiße Federn sind noch auf dem Boden, liegen noch oben in der obersten Etage. Richtige Federn, meinst du jetzt? Ja, so vom Vogel, von diesem, der da rumflattert, denke ich mal immer hier. Der fliegt doch immer durch die Gegend hier. So, die... Wie viele Uhren hast du? 1, 2, 3, 4... 4 Uhren, wobei zwei davon sind nur so zur Hälfte drin. Oh. Genau, aber die zeigen... Warte. Jetzt bin ich wieder im Bild drin. Ich bin hier gerade irgendwie rausgesprungen. Okay. Dann sag du mir mal bitte, was die Kuckucksuhr, die oberste Uhr anzeigt bei dir. Viertel vor fünf. Okay, meine zeigt viertel vor neun an und hängt da fest. Die geht nicht weiter. Also der Minutenzeiger geht nicht höher. Ja, sind alle auf viertel vor fünf bei mir. Okay, bei mir sind alle auf viertel vor neun. Ja. Also so ungefähr. Eigentlich, okay, ja. Also die Frage wäre jetzt, Viertel vor fünf wäre ja eigentlich 16.45 Uhr, aber es könnte ja auch sein, dass das irgendwie amerikanische Uhrzeiten sind. Weißt du, mit diesen AM und dem PM. Mhm. Das heißt, 4.45 Uhr könnte eventuell noch sein. Schreibe ich mal mit Fragezeichen auf. Aber was bringt uns das? Also wir haben ganz unten, habe ich noch ein Radio. Genau, habe ich auch. Schieberegler ist ganz links bei mir. Ah, und hat, warte mal. Ach du Scheiße, okay. Eieiei, okay. Mach den mal auf das erste, also ungefähr auf das KHZ. Ich weiß, da kommt ein Text, den habe ich auch. Also ich habe da stehen, seit letztem Monat gingen bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein. Ja. Was, das Gleiche? Nein, ich lese dir den Rest jetzt vor. Die vermisst werden, meistens alte Katzen und Hunde. Hoffentlich werden sie alle bald gefunden. Na toll. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter.
Ich auch. Der Text geht weg und würfelt sich neu. Ne, jetzt ist er ganz weg. Jetzt kommt wieder einer kurz vor 8. Vor der 8 kommt einer. Amalie, die älteste Raven-Tochter, ist eine brillante Uhrmacherin. Was ist das denn? Wie süß. Ja. Hier rechts ist gerade so ein, Schmetterling. Nee, also Marienkäfer, genau. Ist das bei Marienkäfer, mir. Marienkäfer, ja. Folgt ihr? Ist eine brillante und Erfinderin. Auf Schritt und Tritt? Folgt ihr für gewöhnlich das Ticken und Rattern einer ihrer Kreationen? Aha, das ist wahrscheinlich damit gemeint. Okay, ich gehe mal weiter. Okay, wenn du da draufklickst, geht der wieder nach oben. Also ich bin jetzt bei der Hälfte von zwischen 820 und... Mach mal den nächsten Text. Ja. Die Raven-Familie ist vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Um ihren Uhrenladen heute am 18. eröffnen zu können. Moment, heute 18. Mittwoch der 18. Ja. Okay. Dann kurz hinter dem nächsten. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen. Dieses Mal war es das von Frau Jensen. Ein süßer alter Hüttenhund. Denken Sie daran, Ihre Türen zu verschließen, bis dieser Dieb gefasst wurde. Ich denke mal, das sind so die Fake-Nachrichten wahrscheinlich, damit wir total verwirrt sind. Hoffe ich zumindest. Ein seltsamer Vorfall hat unseren Ort erschüttert. Schwärme von leblosen Vögeln wurden verstreut über den Boden des Waldes gefunden. Okay. Ich denke mal, das ist nur der eine Satz wichtig. Ah, warte mal. Keine 8 Kilometer mehr laufen, um ihre Briefe zu bekommen. Jetzt ist es März und der? Bau unseres eigenen Postamts soll Ende des Monats beginnen. Also 8.3. hätte ich dann. Also Ende März soll dann der. Und, warte mal, nee. Hä? Da ist noch eins ganz kurz vom Ende. Ja. Ein ungewöhnlicher weißer Rabe scheint dem jüngsten Mitglied der Raven-Familie zugeneigt. Hoffen wir, ihretwegen, dass er nicht verloren geht, wie die anderen Haustiere. Das war's. Okay, also ich gehe mal wieder nach ganz oben. Ich kann den 18. einstellen. 18. März. Und einen Mittwoch. Ah, jetzt öffnet sich was. Ah, ich habe die zweite Karte. Hm. Oh, wunderbar. Warte mal, davon muss ich mir mal kurz ein Bild machen. Das kann ich mir... Oder kann man die mitnehmen? Was ist mit deiner Karte? Nee, die musst du da liegen lassen. Also du musst dir dann überlegen... Oder musst mir sagen, wie die ist. Dann sag mir doch, wie man fahren muss. Ich bin jetzt in der Mitte. Musst du das denn auch machen? Das ist jetzt ja, die Frage. Ja, wir müssen das beide machen, sonst kommen wir nicht weiter. Okay, Ich hab die. Ich guck hier nur gerade Gullivers Reisen, Uhrmacherei, aber das ist wahrscheinlich jetzt. Warte mal. Es gibt nur komische Geräusche hier. Diesen Schmetterling, hast du den da auch aufgezogen und der ist dann die Treppe wieder hochgegangen? Ja, das war das, was ich eben gesagt habe, ja. Ja. Warte mal, war das jetzt links? Nee, natürlich nicht. Jetzt gehe ich hier einmal im Kreis. Ja, so. Du musst... Also, am besten sagst du es an, wie ich fahren muss. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Du warst erstmal zweimal hoch, ne? Dann dreimal nach rechts und zweimal nach unten. War das jetzt richtig? Ja, genau. Dann habe ich, wo ist mein Bild hin? Dann habe ich einmal nach rechts, eins, zwei, dreimal nach oben, wenn ich das richtig sehe. Ja? Ja, okay. Zweimal nach rechts. Eins, zwei. Einmal nach oben und einmal nach rechts. Ja, bei mir hat es funktioniert. Ja, bei mir auch, ja. Okay. Und nun? Warte mal, ich gehe mal hier raus. Es hat was geklackt irgendwie. 4 Uhr. Ah, da oben ist der Zug. Der steht oben am Bahnsteig. Stimmt. Ah, den kann man jetzt anklicken. Ah, ja, genau. Kapitel 2. Es wurde schwieriger, Tiere für meine Experimente zu finden. Aber ich kannte noch eins, an das ich leicht rankommen konnte.
Ich sagte Lerke, ich würde ihr eine Uhr machen, aber sie war nicht interessiert. Sie war zu beschäftigt, mit ihrem blöden Vogel zu spielen. Das war ein Marienkäfer, das war kein Vogel. Tja, aber das steht da. 1927 verblasst gerade. Wir sind 1931. Nee, ich bin bei 1932. 32, stimmt. 32. Achtung, gesperrter Weg. Also wir können jetzt so nicht mehr fahren, Scheiße. Oh, okay. Nein. Und lauter Efeu, guck mal, wie alt liegen. Ja. Ravens Uhren, damals wieder die Öffnungszeiten. Gut, das können wir dann später machen. Oh, wir haben hier eine Post. Ach, die ist gebaut worden, die Post. Ach du Scheiße. Okay, also ich kann hier. Ist das jetzt so ein Running Gag oder was? Also ich habe hier jetzt diesen Marienkäfer oder was das ist, wieder gehabt. Also wenn du in der Post drin bist, ich weiß jetzt nicht. Bist du da Bist drin? du nach links, bist du nach links gegangen oder? Nach Ja, links, ja. ich geh auch mal zur Post. Ich gehe jetzt in die Post und bei mir ist ein Briefkasten. Post, Briefkasse. Briefkasse. Okay, also ich habe hier so komische, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich hatte oben diesen Marienkäfer, dann habe ich kurz aufgezogen, dann ist er weitergegangen. Ich habe jetzt hier wie so ein Safe, so ähnlich sieht das aus. So vier Kreise. Oh, scheiße, die kann man bewegen. Vier Kreise. Ja, mit so einem Kreuz in der Mitte. Die kann man einzeln bewegen, die Dinger. Und ich habe unten stehen 44, 46, 48. Okay. Also bei mir ist, wie gesagt, nur ein Postkasten. Da Oh, stehen. scheiße. Oh, ich kann auch nach oben und unten scrollen. Nee, das kann ich gar nicht. Also ich kann überhaupt nicht scrollen hier drin. Ich muss also entweder irgendwas von dir kriegen, irgendeine Info, was ich machen muss. Also da musst du mir irgendwie. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal raus. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas anderes mit irgendeinem Code oder so noch finden. Da ist noch ein Haus. Das ist, glaube ich, das von eben. Oh, scheiße. Ja, in dem Haus kann ich jetzt nicht scrollen. Da ist nur ein Holzstapel, Feuer und so ein Elch oder was das darstellen soll, Ich das gehe auch Haus. mal, also bei mir Oh, warte mal, ich kann die Tür öffnen. Okay. Ja, was ist bei dir? Bei mir ist also in dem Haus, es sind lauter Glocken. Da steht drauf Küche, links, Vordertür, dann Labor, Musikraum, Büro und Speisesaal. Da kann ich ja klingeln dran. Oh. Also Ich ich habe stelle auch. eine Tür aufgemacht. Ich habe jetzt eigentlich. Moment. Ach, Moment. Hä? Jetzt, wo ich die Tür aufgemacht habe, kann ich nach unten scrollen. Und da komme ich in den Keller rein. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, hier soll jemand ermordet werden. Oh, warte mal. Da ist was. Wirklich gut, so wie die zwei Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. Moment. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Also ich habe jetzt auf das Seil geklickt, dann kam dieser Satz runter. Und ich habe jetzt links so einen Korken aus dem Fass rausgeholt. Da steht jetzt drin, ich habe an der Iteration, was soll das denn sein? Jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Bewahre sie für mich auf, Lerke. Hüte sie. Ach so, hüte sie wirklich gut, so wie die zwei Kätzchen. Okay. Also ich habe jetzt auch noch ein Secret hier gefunden, also praktisch einen Zettel, der war unter einer Blumenvase und da Scheiße. steht, kann ich dir vorlesen oder? Ja. Okay, also ich habe etwas für dich unten hinterlassen. Es wird meine bisher größte Erfindung sein. Spiele unsere geheime Melodie und ich werde die Tür öffnen, Amelie. Das heißt, ich muss mit den Glocken, die ich hier habe, also bei jedem Schild hier, das ich hier habe, also Küche, Vordertür, Labor, Musikraum, Büro und Speisesaal, ist eine Glocke dran. Und damit muss ich eine Melodie spielen, Ja, warte, warte. die Ich du mir sagen musst, wahrscheinlich. habe, also ich habe jetzt den dritten Satz gefunden. Ich habe hier eine Eidechse gefangen. Ich habe eigentlich nur mit den Gläsern rumgespielt, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen. Also, guck mal auf deine Dinger da. Ich habe an der Iteration jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Labor habe ich. Bewahre sie für mich auf, hüte sie wirklich gut, so wie die zwei Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. Okay, habe ich. In 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, komme ich zurück und vollende sie. Ich werde am Esstisch sitzen und auf dich warten. Speisesaal, ja.
Ja, mehr habe ich hier nicht. Okay, ich habe aber noch Büro, Musikraum und Vordertür. Ach, du hast doch vorhin was mit der Vordertür gehabt. War da nicht irgendwas? Die habe ich aufgemacht, aber. Ja, aber vielleicht war das schon der Anfang. Ja, aber das. Nee, also das ist ja der einzige Text, der hier drin ist. Das kann es eigentlich nicht sein. Nee, also ich habe jetzt mal auch deine Vordertür mitgenommen halt, aber das ist auch nicht die Melodie. Du hast meine Vordertür mitgenommen. Ich hab's Warum einfach klaust du mir die Vordertür? Also entweder müssen wir noch was anderes finden. Das Problem ist, in der Post kann ich überhaupt nichts machen sonst. Nee. Ich kann auch nicht nach oben scrollen, gar nichts. Nee. Was hattest du jetzt nochmal für einen Text? Oh, was ist das? Moment, hier kann ich hier nochmal sagen. Das war ja der Hinweis, dass es eine Melodie geben muss. Ich habe etwas für dich unten hinterlassen. Es wird meine bisher größte Erfindung sein. Spiele unsere geheime Melodie und ich werde die Tür öffnen, Amelie. Also ich kann ja eine Melodie spielen, aber das Problem ist, ich habe nur von dir drei Hinweise bekommen bis jetzt. Ich habe aber sechs Glocken. Warte, warte, warte. Ich habe jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Zwei Kätzchen in der Küche. Ach so, fünf Jahre Wissen und dann das mit dem Esstisch. Musst du die vielleicht mehrmals klingeln oder so? Ja, das habe ich gerade gemacht, aber sag nur mal nach der Küche. Ich warte mal, einmal im Labor. Warte, ich mach's nochmal zurück. Ja. Zwei Kätzchen in der Küche. Also die Kätzchen sind ja... fünfmal am Esstisch. Ja, es ist aufgegangen. Die Tür ist aufgegangen. Okay. So, jetzt kann ich da auch runtergehen? Kann ich denn jetzt hier raus? Das ist jetzt die Frage. Warte mal. Ah, jetzt komme ich nach unten. Moment. Jetzt habe ich hier unten... Oh. Hier unten ist ein Seil. An dem Seil hängt ein Fass. Das kann ich irgendwie bewegen. Das ist ein bisschen sich auf... Ah, ich kann das draufklicken. Ah, es geht kaputt. Es geht auf. Oh, es ist eine Uhr rausgefallen. Moment. Und zwar die gleiche, also so eine Uhr, wie wir am Anfang also benutzt haben. Die dreht sich ganz wild rum. Also die bleibt, der Minutenzeiger dreht sich permanent, der Stundenzeiger steht auf der 12. 12, okay. Kann das sein, dass ich den irgendwie, kann ich den, nee, ich kann sie nicht steuern, ich kann nichts machen mit der Uhr. Ach, die zeigt mit Sicherheit einen Code an. Kann das sein? Ja, was macht die denn? Pass auf. Also, es bewegt sich nur der Minutenzeiger. Ich sag's nochmal, ich fange nochmal von vorne an, dann sage ich sie von Anfang an. Also, er geht erst zweimal rum, dann geht er Viertel nach rechts. Hä? Nochmal ein Viertel nach rechts und ein Halb rum. Dann geht er einmal ganz rum. Also du meinst jetzt 12 Uhr und 3 Uhr, oder was meinst du jetzt? Das ist die Safe-Kombination, ja sicher. Das ist die Safe-Kombination. Du hast so ein Safe, ne? Ich hab keinen... Ach so, die Dinger meinst du. Ja, genau. Ja, dann geh mal komplett raus und sag nochmal, also, was drin ist. Ja, ich kann es dir sagen. Also er fängt an mit Viertel, ja? Also auf Viertel geht er, dann geht er zurück und zweimal 5 Minuten nach links. Dann geht er wieder auf Viertel, dann auf Halb und dann geht er einmal komplett rum. Ja, das ist das, was du drehen musst. An dem Rad von dem Ding. Ja, was für Uhrzeiten sind das denn? Viertel kenne ich nicht, keine Ahnung. 15 Minuten nach voll ist für mich Viertel nach. Also 15. 15. Dann geht er zurück wieder auf 12 Uhr, also wieder in die andere Richtung. Und da geht er dann zweimal 5 Minuten nach links immer. Dann macht der Zeiger so zack, zack. Ne, zweimal. Also nicht 5, sondern ja, doch, 55 zweimal. Genau. Und dann geht er... Warte mal, ich muss nochmal anfangen.
Da. Dann da zweimal. Dann geht er nochmal auf 15 danach und dann auf halb. Und dann dreht er sich einmal komplett im Kreis. Genau, und dann geht es wieder von vorne los. Oder waren das zwei Umdrehungen? Warte mal. Geht so schnell. Du machst mich hier total kirre gerade. Nee, er geht zweimal, also er geht einmal hoch und dann nochmal eine ganze Umdrehung. Also von halb, also von 30. Geht er zwischendurch immer auf die 12? Nee, nur bei dem ersten Mal geht er so auf die 12 wieder. Also und bei den 15, Fünfer. 12 und dann 55? 55, nochmal 55, also wieder zurück auf 12 und nochmal 55. Und dann geht er auf 15, auf halb, dann geht er einmal komplett zurück zu 12 und nochmal einmal ganz rum. Und dann fängt das wieder von vorne an. Zurück zu 12, einmal ganz rum. Ja, das ist wahrscheinlich dann das Ende, das ganz rum. Ja, oder? Genau. Ich denke mal, das ist dann aufmachen, ja. Naja. Also das sollten wir... Ja. Aber ich denke mal, dass ich jetzt hier so nichts mehr machen kann. Ach, da bin ich wieder hier. Warte mal, Ravens Uhr. Ist das jetzt der gleiche Trick hier? Ja, also dann stell du mal auf 3 Uhr auch. Warte, ich muss mal eben hier rausgehen. Sonst sehe ich hier auch nichts drin. Ich gehe mal raus. Auf 3 Uhr? Ja, oder von mir aus danach, aber ab 3 Uhr soll das ja gehen. 3 bis 9 Uhr. Also er hat gebimmelt, das nochmal gebimmelt. Boah, mehr schlecht bei. Das finde ich schrecklich, also. Jetzt habe ich 12 Uhr erst. Neun war das, ne? Ab 9 Uhr, ne? Ab 3. Oh, stopp. Stimmt. Okay, also hast ich du 3? Bin jetzt, nee, ich habe eigentlich mehr, glaube ich, weiß nicht, wie viel Uhr es jetzt war. Ja, ich habe letztes Mal, glaube ich, 4 gehabt, deswegen jetzt habe ich 4. Ich habe 8 Uhr schon. Ach, oder müssen wir die gleiche dann drin haben, dass das zufällig nur die gleiche war? Ja. Jetzt 5. Also ich habe 8, kurz vor 8, also Viertel vor, oder warte mal, ich gehe nochmal raus. Ich sag nee, dir genau. Mach bloß nicht, ich bin gleich bei 8. 7. Also ich habe, nein, meine Uhr zeigt genau 9 Uhr an. 8. Du hast gerade noch gesagt, du hast 8 Uhr. Kannst du ja, mal entscheiden? Ja, aber das war nicht die Uhr. Das war, also 9 Uhr ist genau. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal komplett von vorne anfangen, weil 9 Uhr stieß der ja. Wie? Nein, er hat auf bei mir noch. Ist kurz vor, wahrscheinlich. Also ich komme rein. Also er zeigt es auch oben so komisch an. Kommst du nicht rein? Jetzt komme ich rein.